So einfach geht Transportschaden zu reparieren, dauert nur 4 Wochen, jede Menge Arbeit. Und dann wird aus so einem kaputten Gehäuse, wie man das da oben auf dem Bild sieht, wieder ein funktionierendes Gehäuse vorzeigbar, genauso wie das hier zu sehen ist. Hier hinten sind die anderen Teile, muss ich jetzt nur noch mal zusammenbauen. Das hier ist wieder die fertige Gehäusefront aus Plastik nach ungefähr 4 Wochen, nach ohne Ende kleben und lackieren und spachteln und füllen und nochmal nachschleifen und wieder lackieren. Und so sieht es, denke ich mal, wieder ganz okay aus. Wenn man genau hinschaut, dann sieht man natürlich hier immer noch den Unfallschaden. Aber ist ja auch kein Auto. Und das kommt hier vorne so dran. Dann habe ich hier die Klappe. Die baue ich hier gleich noch ein. Das sieht schon mal alles ganz gut aus. Ich hoffe mal, das hält auch alles und das zerbricht nicht. Auf dem Bild hier, da sieht man ja, wie das Gehäuse angekommen ist. Hatte ich bei eBay gekauft und das war, kann man natürlich sagen, nicht gut verpackt. Das ist natürlich irgendwo richtig. Andererseits, noch viel richtiger ist, mit diesem Gehäuse wurde nicht gut umgegangen, weil ich kann durchaus ein Gehäuse transportieren, ohne dass es kaputt geht. Und ich denke, das kann jeder Zuschauer hier. Aber eben viele Paketdienste, die können das nicht. Da sieht es dann halt so aus, wird immer damit entschuldigt, dass es nicht gut verpackt war. Und da sieht man, das waren hier bestimmt so 100 bis 200, auch teilweise kleinste Teile und Teilchen, die hier einzeln auf dem Boden dann lagen nach dem Auspacken. Diese ganzen kleinen Plastikstückchen, die habe ich alle wieder zusammengesammelt und zusammengepuzzelt. Und das hier in der Tüte, das sind tatsächlich die einzigen, die übrig geblieben sind. Da sind hier so knapp 10 Stück noch drin. Da weiß ich bis jetzt noch nicht so genau, wo die hinkommen. Aber ganz egal, das ist jetzt hier komplett. Und dann hat es hier noch diese einzelnen Plastikteile. Das kommt hier vorne so rein. Das wird hier so reingeklickt. Dann habe ich hier noch was. Dann habe ich hier ein Teil. Das kommt eben auch hier rein. Und dann habe ich hier noch eine 3,5 Zoll Abdeckung. Und dann gibt es noch hier diese große Klappe, die da vorne ist. Die kommt hier vorne drauf und die hakt dann hier hinten ein. Und ich hoffe, das hält auch mal. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. So war also die Ausgangssituation, jede Menge kleiner Teile und einige Teile waren auseinandergefallen, aber zum Glück nicht kaputt, wie zum Beispiel hier vorne diese Klappe, die musste man da nicht zusammenkleben und da habe ich mal angefangen, das Ganze hier wieder zusammenzukleben. So sieht das aus, so ging das voran und am Anfang ist natürlich immer ganz schön schwierig, die einzelnen Teile da zuzuordnen. Einige Teile sind natürlich sehr einfach zuzuordnen, wie jetzt hier zum Beispiel diese gebogene Front hier, klar, aber die sind dafür umso schwerer zusammenzukleben, weil da teilweise noch Teile dazwischen fehlen und da hat sich irgendwann dann langsam so ein Puzzle dann ergeben, dann wurden es dann immer mehr Teile, wie man hier sieht und das Ganze dann immer noch fixiert und dummerweise muss sowas, dieser Kleber hier, den man hier sieht, das ist Kunststoff-Bastelkleber, der muss dann 24 Stunden trocknen, damit er wirklich richtig aushärtet und danach kann man erst weiterarbeiten, sonst macht man eben alle vorherigen zusammengeklebten Teile hier kaputt wieder, dann brechen die teilweise wieder ab oder eben der Kleber verzieht sich auch und dann passen eben nicht mehr die Teile rein und teilweise ist es eben auch so, dass man erst nach ein paar Tagen die passenden Teile findet. Hier dieses Teil, das gehört genau hier rein und das sieht man eigentlich erst so, nachdem man das hier zusammengeklebt hat. Problem ist, jetzt passt es auch schlechter hier rein und so passt es dann jetzt hier drin. Dann ist es hier reingeklebt und hier noch ein paar Eckteile gefunden. Und das ist teilweise wirklich ein Mega-Gepuzzle. Und hier unten noch ein paar Teile gefunden und einige Teile, die kaputt gebrochen sind, die sind dann auch noch in kleine Teile gebrochen, zu allem Überfluss. Aber das hat sich alles dann irgendwann so zusammengefügt. Auch diese Abstandshalter, da kommen ja später hier die Schrauben rein von innen. Ich bin mal gespannt, ob das hält. Ich kann mir vorstellen, dass da einiges abbricht. Und diese Laschen hier, die werden wahrscheinlich eh abbrechen wieder. Aber ich habe da hier ein bisschen reingeklebt, noch mit ein bisschen Heißkleber. Und hier, das ist ein Halter, weiß gar nicht mehr, wozu der gut war. Aha, doch, das ist diese Klappe, die da vorne ist für die USB-Frontausgänge. Und ja, teilweise findet man da noch im Gehäuse noch ein paar Teile. Denkt man sich, na nu, haben die sich in Luft aufgelöst? Nee, und die passen natürlich dann auch ganz schwierig rein später hier. Und teilweise hilft da wirklich nur so eine Zange. Da muss man das Ganze dann auch noch verpressen. Und hier, das ist gespachtelt jetzt.
Mal gucken, ob man das so sieht. Man nur so ein bisschen jetzt hier. Jetzt sieht man es ein bisschen besser. Das hier ist Spachtelmasse und das ist Spachtelmasse hier aus dem Kfz-Bereich. Aus dem Kfz-Bereich hat es den Vorteil, dass sich das nicht verzieht. Also die Spachtelmasse, die man da kriegt, hier auch im Baumarkt kriegt man die, die ist wirklich sehr hochwertig. Das ist so zwei Komponenten. Braucht auch wieder so 24, eher 48 Stunden und dann muss man das Ganze auch noch schleifen. Und das ist natürlich gar nicht mal so einfach, hier was zu schleifen. Wenn man vor dem Auto kniet, ist das eine Sache, aber wenn man jetzt hier versucht, in diesen Zwischenräumen irgendwas gerade zu schleifen wieder, das ist echt eine Sisyphusarbeit. Und erstmal die ganzen Aufkleber hier ab und dann hier Heißkleber zum Stabilisieren. Da sieht man nochmal Chieftec-Gehäuse. Und hier habe ich ein bisschen Heißkleber reingemacht, damit das Ganze ein bisschen stabiler wird. Aber Vorsicht, Heißkleber, wie der Name sagt, es heißt, das war mir aber vorher schon klar. Aber hier, das war teilweise so heiß, dass eben das Plastik hier angefangen hat zu schmelzen. Dann muss das Ganze natürlich noch lackiert werden hier. Und da muss man natürlich auch wieder warten, bis eben diese ganze 2K-Spachtelmasse trocken ist. Und dann schleift man die und stellt dann fest, oh, da sind ja doch noch wieder Risse drin. Und dann macht man nochmal 2K-Spachtelmasse drüber. Und 3 Tage später stellt man fest, na, das war dann doch nicht so gut. Und dann habe ich hier ein bisschen Füller genommen oder Filler, je nachdem, wie man das hier aussprechen möchte. Und kennen bestimmt einige. Das ist so ein Lack, der nachher wieder überlackiert wird und der füllt eben so kleine Kratzer aus. Das ist eigentlich ganz praktisch, also wenn man irgendwo was lackieren möchte und da sind so ganz feine Kratzer drin, die man auch durch Schleifen nicht wegkriegt oder teilweise nur noch schlimmer macht, dann kann man eben hier so Filler drauf sprühen und da sieht man das hier hinten so ein paar Probesprühungen und der Filler, der hat hier so eine Sandfarbe und das ist ganz praktisch, weil ich habe das Gehäuse jetzt hier High Gloss gesprüht. Das ist ein Acryllack in Gold oder irgendwie sowas in der Art halt hier. Das hat natürlich dann entsprechend gut gedeckt. Und das hier, das ist dann das fertige Ergebnis. Und da sieht man einmal hier das Foto im Freien und hier das Ganze jetzt hier im Studio vor der Kamera. Also sieht wesentlich besser aus, als ich dachte. Man darf natürlich immer nicht so ganz genau hinschauen. Hier unten, da sind noch ein paar Kratzer drin. Kriegt man wirklich sehr schwer weg, weil hier in diese kleinen Naht hier, da kann man wirklich ganz schlecht irgendwas schleifen oder sowas. Da macht man teilweise eben mehr kaputt, als man da gewinnt. Und hier unten, oh, da sind noch so ein paar Dellen drin. Wüsste ich jetzt, wie man es besser macht. Die Rückseite, die habe ich jetzt nicht lackiert. Und da sieht man eben noch hier so Verstärkungen, so Verstrebungen, die ich da reingemacht habe. Hier, das ist zwei Komponenten, teilweise hier nochmal Heißkleber oben drüber. Hier oben, das ist nochmal Heißkleber, damit das hoffentlich hält. Man weiß es natürlich nicht so ganz. Hier drüben in der Ecke auch zwei Komponenten. Da hat ein komplettes Stück Plastik gefehlt. Baue ich das mal hier vorne drauf. Mal gucken, ob es passt. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe hier alle anderen Sachen hier mal abgemacht. Hier die ganzen LEDs und hier Lautsprecher und so weiter. Und hier auch natürlich hier Front-USB. Und ich gucke mal, ob das hier so reinpasst. Das ist natürlich immer sehr kritisch und wird hier so aufgesetzt und dann wird das hier reingeschoben. Durch das Auseinanderbrechen und Zusammenkleben hat sowas natürlich ganz andere Spaltmaße teilweise und da passen solche Platinen teilweise auch nicht mehr richtig rein und man darf auch nicht zu feste drücken, sonst bricht man hier die Sachen, die ich da geklebt habe, einfach wieder ab. Aber sieht gut aus. So, ja, jetzt scheint das hier zu halten. Da kommen noch zwei Schrauben drauf. Habe ich reingeschraubt, die zwei Schrauben, einmal links, einmal rechts und die halten dann die Platine hier im Rahmen. Da muss dann hier vorne noch diese kleine Klappe drauf. Die kann man so hoch machen und runter machen, je nachdem, ob man da was reinstecken möchte. Und bin ich mal gespannt, ob das hält, weil hier diese ganz kleinen Plastiknasen, die sind auch abgebrochen gewesen. Die habe ich mal wieder festgeklebt. Allerdings, ja, man weiß es halt nicht, wie hält das oder wie stark wird das hier überhaupt beansprucht. Und ich merke da schon beim Reinmachen, dass hier ein ganz schöner Widerstand ist und mal gucken, ob das klappt hier. Da sieht man schon Erfolg und Misserfolg, beides gleichzeitig. Hier ist wieder was abgebrochen, wirklich sehr ärgerlich. Dafür ist die Klappe jetzt drin und mal gucken, ob man die hochmachen kann. Ich glaube ja, aber nur auf einer Seite. Klemmen tut die auch und ne,
Die klemmt hier. Ich glaube, das kriegt man nicht wieder hin. Ne, irgendwie klemmt das hier. Zopp, jetzt geht's hoch. Ja, so soll das sein. So sollte es auch halten, aber nee, guck mal hier. Das geht nicht. Da sind die Sachen abgebrochen. Den Einschalter, den Reset-Schalter und die LEDs, die habe ich schon mal reingemacht und da klebe ich die nochmal sicherheitshalber hier mit ein bisschen Heißkleber fest. Der Einschalter, den habe ich auch lackiert natürlich. Der kommt hier vorne drauf und funktioniert. Jetzt das Ganze hier vorne so drauf gesetzt und diese Laschen hier neben rein drücken. Da bin ich mal gespannt, ob das klappt oder nicht klappt. Oder ob da was abbricht, aber ein bisschen Schwund gibt es da natürlich auch immer. Ich denke mal, vom Spaltmaß her, von der Seite, passt das jetzt hier wieder ganz gut. Hier vorne kommen noch die Slotblenden rein, Nummer 1. Die war zum Glück nicht kaputt. Dann gibt es hier noch eine. Die mache ich einfach mal hier unten hin. Hoffentlich bricht da jetzt auch nichts ab. Nee. Nö, hält. Und dann hier die zweite. Und ich glaube, die war auch im Original gar nicht dabei. Die passt nicht ganz so 100% und sieht auch nicht so stylisch aus wie die hier. Ich glaube, die hier, die hatte irgendein Vorbesitzer mal hier nach reingebaut. Da kommt hier jetzt noch der spannende Moment, diese Klappe hier vorne drauf zu machen, weil diese beiden Scharniere hier unten und dann hier oben, die waren ja auch rausgebrochen. Die hatte ich dann mit 2K hier befestigt. Ich hoffe mal, das hält. Die Frage ist natürlich, wie stabil ist das hier alles noch? Das kann man hier so runterdrücken oder muss es auch runterdrücken, damit das einrastet. Und ich halte das mal hier so an und dann versuche ich das mal ganz vorsichtig hier. Ja, das sieht auch ganz gut aus. Das ging ja leichter als gedacht, hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Und hier, dieser Raster, diese Nase hier, die ist auch nicht abgebrochen gewesen. Die hält jetzt auch wieder prima. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Fehlen nur noch vorne die Aufkleber, die hatte ich abgemacht fürs Lackieren. Da steht hier einmal Megacom. Keine Ahnung, was das hier sein soll. Da habe ich den Aufkleber abgemacht hier mit ein bisschen Silikonentferner und da ging der auch ganz gut ab. Die Aufkleber, die habe ich von hinten eben nochmal angesprüht mit Sprühkleber. Gibt es von Pattex zum Beispiel. Und das ist wie eine Spraydose, sprüht man hier drauf und dann klebt das wieder richtig. Ich glaube, der war irgendwo hier gewesen und da kommt er auch wieder hin. Sieht ja ganz kultig aus. So, muss jetzt auch nicht viel halten, nur der Aufkleber muss ja da eben halten und hier drüben, da habe ich den nächsten. Das war hier der Core2 Duo und da klebt der Aufkleber umso besser hier an dem Klebeband. Mit dem Klebeband habe ich den Aufkleber fixiert, damit er beim Besprühen nicht wegfliegt. Und hier so, da müsste das hin. Oh, die Pinzette klebt auch sehr gut da dran. Und ja, so. Ich denke mal, es ist halbwegs gerade, aber macht ja nichts. Krumm waren die damals auch alle ein bisschen. Mache ich mal einen Funktionstest, mal schauen, ob das hier funktioniert. Einschalter, ja, läuft an. Die LEDs, die leuchten auch. Hier oben das optische Laufwerk, das hatte auch funktioniert. Und ja, leider war der Schlüssel hier auch nicht dabei. Schade. Das ist natürlich immer schade, wenn Schlüssel fehlen bei PCs. Gehören auch irgendwie dazu. So, das funktioniert. Und mal gucken, was hier hochfährt. Rechner funktioniert jetzt wieder komplett. Einmal Gehäuse und natürlich dann Mainboard. Das ist ein Asus Mainboard. Das funktioniert richtig gut. Ist ungefähr so aus dem Jahr 2006, 2007. Und die Grafikkarte, die da drin ist, das ist ja eine Radeon X300. Und das ist eher eine Office-Karte. Und da habe ich hier von einem Zuschauer ja eine Grafikkarte bekommen. Das hier ist eine Sparkle. Und das ist eine GeForce. Das ist eine 8800 GT. Auch so ungefähr aus dem Zeitraum 2007 ist sie auf den Markt gekommen. Da war das eine richtig gute Gaming-Karte und die baue ich hier ein. Die GeForce-Karte ist eingebaut. Hier unten ist sie drin. Die hat auch einen eigenen Stromanschluss. War ganz schönes Gefummel, die ganzen Kabel da oben rauszubekommen. Und das ist die ausgebaute Karte, die ATI. Also da braucht man wirklich nicht allzu viel von erwarten. Auch jetzt nicht, was Retro-Spiele oder sowas betrifft. Ich mache hier Windows 7 drauf. Ich installiere das ganz neu hier auf eine SSD. Und da kann man mal hier sehen, was da letztendlich an Leistung gleich rüberkommt. Und fertig installiert Windows 7. Genauso könnte der Rechner im Jahr 2007 ausgesehen haben. Zusammen mit der Grafikkarte.
Ich kann mir das hier mal angucken und das läuft auch jetzt deutlich schneller als eben die alte Windows 7 Installation von der Festplatte, die man auch in dem anderen Video gesehen hat. Die war ja wirklich gruselig langsam und hier reagiert alles super schnell. Intel Core To Duo E6750, genauso wie bei eBay gekauft und jetzt auch in einem funktionierenden Gehäuse. Und das Mainboard selber, das ist ein Asus NP5K und das ist von 2007, so ungefähr zumindest. Also das BIOS, es ist ja immer, was hier angezeigt wird, von 2007. Und RAM-Module hier, 2 GB sind das. Das sind 2 × 1 GB, das ist natürlich nicht besonders viel. Ich gucke mal hier bei GPUZ. Und da wird dann eben auch die Nvidia-Grafikkarte angezeigt. Die 8800 GT, wie der Zuschauer die gespendet hat. Vielen Dank an dieser Stelle. Passt auch jetzt super zum Mainboard. Das ist hier auch von 2007 die Grafikkarte. Und ja, jetzt geht das hier weg. Die hat 512 MB RAM GDDR3, wie man das eben hatte, so vor 15 Jahren. Und da war das natürlich schon eine Spitzenkarte. Finde ich auch heute nach wie vor nicht schlecht. Funktioniert wirklich sehr gut. Ich habe hier mal den FireMark installiert und kann den mal starten. Nehme ich mal eine ganz kleine Auflösung, 640 mal 480 Punkte und mal gucken, was da rauskommt hier. Und da habe ich bisher Frames pro Sekunde 22 ungefähr. Das ist schon ganz ordentlich für so eine doch ja relativ alte Karte. Und das ist auch hier ziemlich stabil. Temperatur geht natürlich auch ordentlich rauf, aber mit der ATI, die hier vorne steht, die hier eingebaut war, da lief da überhaupt nichts. Und ich mache das mal hier weg, das Fenster. Ich nehme mal eine bisschen größere Auflösung, 1024 x 768 Punkte. Und da sieht man, da ruckelt es dann schon ein bisschen. Da sind es dann auch nur noch 15 Frames pro Sekunde, aber für schöne Retro-Spiele aus dieser Zeit reicht das immer noch. Aber schön, dass das Gehäuse wieder funktioniert. Hier vorne die Klappe, die habe ich einfach mal festgeklebt. Und mal gucken, ob ich es nochmal klebe. Mal schauen. Das lasse ich so hier. Das ist ja auch zeitgenössisch, dass Laufwerke eine andere Farbe haben. Und dieses Gehäuse, das gab es tatsächlich mal in dieser Farbe, in so einem Art Gold. Das ist ja meistens irgend so ein Metallic. Und hier die Seite von innen, die habe ich auch gesprüht. Was ich vergessen habe zu sprühen, das ist mir jetzt erst aufgefallen, das sind die Füße hier unten. Weil bei diesen Chieftec-Gehäusen, da waren, soweit ich das weiß, die Füße hier. Alle vier, dieser hier und die anderen drei dann auch, immer in der gleichen Farbe wie hier vorne dieses Gehäuse. Und das gab es auch in Grün, Grün Metallic, in Blau. Blau habe ich das auch und dann so ein Anthrazit. Jetzt funktionieren hier auch wieder diese beiden LEDs, dass die hier so durchscheinen, weil die sind ja hier hinter verbaut. Und dummerweise beim Lackieren hier von diesem Gehäuse habe ich hier diese Innenseiten zu lackiert, habe ich eben mal wieder sauber gemacht mit ein bisschen Nitro und da scheint es hier auch wieder richtig durch. Wirklich schöner klassischer PC, jetzt endlich wieder in einem Top-Zustand, genauso wie ich das eigentlich ersteigert hatte bei eBay. Eigentlich sogar optisch noch ein bisschen hübscher, weil eben nicht mehr vergilbt. Dafür natürlich jetzt hier mit so ein paar Macken überall. Aber macht ja nichts. Und hier mit der neuen Grafikkarte auch super, die funktioniert. Das Ganze läuft hier jetzt bestimmt schon über eine halbe Stunde. Temperatur hat sich eingepegelt bei 84 Grad von der Grafikkarte. Überhaupt kein Problem. Was hat ihr hier? 15 Frames pro Sekunde. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, was eure Karten damals so konnten. Also ich finde das für 2007 eigentlich schon ganz okay. Wenn euch das Video und das Projekt gefallen haben, dann gebt ihm einfach einen Daumen hoch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr auch schon mal so ein Projekt gehabt habt, irgendeinen Transportschaden repariert habt, ein Gehäuse repariert habt, umgebaut habt, gemoddet habt, schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Interessiert mich auf jeden Fall. Andere Zuschauer mit Sicherheit auch. Und guckt mal unten in der YouTube-Videobeschreibung. Da gibt es eben noch weitere Links zu anderen Videos mit ähnlichem Inhalt. Besucht mal die Seite tooltime.de, das ist diese hier. Tooltime.de, da findet ihr über 380 Anleitungen und Tutorials, wie man seinen Rechner schneller macht, wie man sein Notebook schneller macht und repariert, wie man seinen Drucker auseinanderbaut und repariert. Da gibt es jede Menge Anleitungen zum Thema Windows 10, zum Thema Windows 11 und auch zu Linux. Besucht doch mal die Seite Tooltimepedia. Tooltimepedia ist hier zu sehen. Tooltimepedia ist ein Hardwarearchiv, ein Softwarearchiv aus über 3 Jahrzehnten. Da findet ihr Hardware und Software aus den letzten 30 Jahren, wie Grafikkarten, wie Joysticks, Mainboards,
Mäuse, PC-Spiele, PC-Systeme, Prozessoren, was sie damals konnten und was sie damals gekostet haben. Hier blende ich noch ein paar Infokarten ein zu anderen Videos auf dem Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks installiert, ganz neue Notebooks richtig einrichtet, wie man Windows 10 repariert, Windows 10 schneller macht, wie man Drucker installiert und Drucker repariert. Schaut es euch einfach mal an, da sind jede Menge Sachen für euch dabei. Klickt einfach auf die Infokarte drauf.